So, weiter geht's. Wir betreten das Gebäude. Und ich bin echt ein bisschen überrascht, dass der Kollege Rosebud so schnell unterwegs ist. Mit seinen, naja, doch eher beschränkten Skills. So, ihr könnt schon mal weiter hier um die Ecke laufen. Denn ich glaube, ihr werdet keine Gegner mehr sehen. Hallo? Okay. Wir gehen einfach jetzt von Raum zu Raum. Darn it. Lock hit. Lock hit. Lock opened. Hallo? Hallo? Keiner da. Ja, hier wird natürlich im Innenhof keiner mehr sein. Wir gucken einfach mal mit den beiden hier oben nach. Ah, der Feind ist hier. Oh, ein... Oh, schnell weg, schnell weg. Okay, Trevor gained agility. Bitte in den freien Modus. Ah, ich hätte die hinlegen lassen sollen. Was ist jetzt los? Ah, ja. Hinlegen. Hinlegen. Ja. Oh, fucking hell. Oh, hab ich denn? Hat er. Na, ein Glück hat er, dass er das hat. Oh. Ach, das sind ja auch schon wieder Situationen, die ich auf den Tod nicht ab kann. Hallo? Oh. Jetzt hier diese ganzen einzelnen Gebäude oder What? Räume abgehen. Oh. Und wenn der sich jetzt wieder hier hinter versteckt. What? Ja, ich habe ja aus dem letzten Level gelernt. Daran kann ich mich noch erinnern, dass auch hinter Türen noch Menschen sein können. Okay, hier ist niemand. Oh. Was? Was? Hallo? Nein. Okay, na ein Glück sind wir. Hallo? Nein. Nochmal auf den Dächern rumgelaufen. Nicht. Denn jetzt habe ich zumindest eine halbwegs What? Vernünftige Idee, wie ich das hinbekomme. Rag. So, close, close. Dann geht Rosebud gleich mal nach hinten durch. Jetzt ist Rosebud auch nicht mehr so schnell wie What? Vorhin. RGD-5 Grenade. Ja, normalerweise Nicht. Müssten hier auch irgendwo noch ein paar Raketenwerfer rumdümpeln. What? Ja, komm, Rosebud, dann kannst du hier noch gleich die Tür aufmachen. Wenn du eh so lange brauchst. What? Commando Armor Upgrade. Nice. Okay. Gut, hier sind schon mal keine Fenster, das ist auch gut. There ain't nothing here. Nothing. Alice Backpack. So, kurz speichern. Wo sind denn bitte schon die ganzen Gegner? Also ich meine, gut, einen haben wir gesehen, ne? Den kleinen. Oh. Ach, warum ich das immer noch versuche? Naja, komm, hier gleich eine Brechstange. Hallo? Keiner da. Achso. So, Rosebud macht hier draußen gleich mal. Oh, das ist ja ein ganz beschissenes. Excuse me, what was I supposed to do? Oh, okay, machen wir Trick 17. RPG 26, sehr schön, da haben wir schon mal einen Raketenwerfer. So. Hallo? Auch niemand. Where the hell are they? So. Ich hoffe, hier ist kein Panzer. Okay, sieht erstmal gut aus. So, gut, dann müssen wir das hier auch noch ablaufen, wa? Bleibt uns ja leider nichts anderes übrig. Okay, mit Scully eigentlich nicht so meine erste Wahl, aber. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? So, wo war der Panzer? Hier, ne? Ja.
Okay, das kriegen wir nicht so gebacken. So, hier haben wir aber eigentlich eine gute Übersicht. Ich hoffe, hier ist keiner. Okay, sehr schön. Oh, auch wieder so ein schön übersichtlicher Lagerraum. Okay. Gut, hier kommt Tor nicht raus. Hier vielleicht noch einer. Oh, Gaston hat vor allen Dingen nur eine die Scharfschützenflinte. Ist natürlich mega günstig jetzt hier. Alter, hier ist auch keiner. Wahnsinn. Ist das ein Einzelner? Ja. Mortar Shell. PG-7. Okay, Mortar Shell ist natürlich der Mörser. Also Mörsergeschoss. Hier haben wir noch einen Raketenwerfer. Verdammt! Verdammt! Wahnsinn! RPG-26. Mortar Shell. Wo ist denn der Mörser dazu? Den hätte ich gern noch. Wahnsinn! Nochmal RPG, Kommando, Armor Upgrade. Und nochmal Mortar Shell. Wir nehmen uns mal bitte. Ich hab's. Ein RPG. Wo ist denn ihr Gewicht? Da, 87. Ah, wir können leider keinen zweiten mitnehmen, wa? Naja. Hat ja wohl, komm. PG-7, hier, RPG-26. Dann machen wir es mal bitte so. Ich hab's. Ah, scheiße, können wir nicht nehmen. Ja, gut, okay, dann hier droppen. Oder throne. Whatever. Ah, so, wo ist er? Er ist hier auf Klo, da ist aber niemand. Und auch hier ist niemand. Gut, dann. Du dahin. Gaston hierhin. Rosebud dahin. Und Thor Kaufmann dahin. Machen wir das Tor auf. We better be careful. This is booby trapped. This is booby trapped. Hat das was mit Brüsten zu tun? So, Scully. Ich hoffe. Da ist niemand. Dass ich mit dir aufs Dach komme. Ja, sehr schön. Dann benutzen wir mal Monsieur Scully. Zum Entschärfen. Zum Vernichten von dem ersten Panzer. So, man kann auch im Knien, ne? So, die beiden können übrigens auch mal aufstehen. Ah, so. Das muss ich leider speichern, denn ich habe immer wenig Bock auf Panzerkämpfe. Die Pause ist vorbei. So, okay. First shot. Okay, 31. Gut, war der erste? Achso, okay. Können wir nicht ablegen. Ja, das machen wir jetzt einfach mit. Mit zwei, drei weiteren Schüssen. Halt. So, ablegen. Und saven. Ja. Wir müssen wachsam bleiben. Feindliche Truppen sind noch in Sichtweite. Ich hoffe, Rosebud kommt aufs Dach auf. Nope. Why not? Okay. Ja, Thor wird auch nicht raufkommen. Trevor Colby kommt aber rauf und runter. Sehr schön. So, Raven geht mal hier vorne hin. Dann wird Trevor jetzt einfach unseren Versorger machen. So, einmal Pass to Scully. Ja, ernsthaft, warum steht er denn dafür auf? Alter Schwede. Yep. Der Besuch, Anfänger. Das hätte ein schöner Treffen abgeben können.
Okay, da kann ich mal meinem Schutzengel High Five geben. Das war unwinzig jetzt. So, reicht noch zum... Yes! They have been dispensed. A civil victory yet again. Holy smoly. Okay, also war doch nur noch der Panzer. Airdrop. Holy shit. Sehr schön. Ich hätte echt damit gerechnet, dass wir noch deutlich mehr Gegner haben. Was? Perses Block? So, sind alle unten? Ne, war? Ravon fehlt noch. Ah, sehr schön. Wieder ein Sektor, der uns gehört. Relativ simpel, ne? Ich meine, dadurch, dass wir halt 95% der Gegner einfach nur vorne am Eingang erschossen haben, war es natürlich auch simpel. Also die haben tatsächlich alle mir den Gefallen getan und sind zu mir gekommen. Also bis auf den Panzer natürlich, der hat sich ja nicht bewegen können. Tatsächlich ist der ganze Rest hier vorne gestorben sonst. Nice. Okay. Das war einfacher als gedacht. Also ich habe es natürlich auch bombastisch gemacht, aber... Darüber brauchen wir nicht reden. So, wir haben 556. Warum gibt es denn keine 5,56 Munition? Ist doch Wahnsinn. Okay, jetzt habe ich so eine... Das ist auch so ein Scharfschützengewehr, oder? 92, 57, 110. Ja, gucken wir gleich mal bei Gaston, ob das nicht vielleicht doch sogar besser ist. So, erstmal hier die Wallet einpacken. Ja, Munition. Will hier irgendwie nicht sein. Ah, gehen wir mal ganz kurz hier durch. Was haben wir hier noch? Irgendwas wichtiges? Ne, wa? Kommando Armor Upgrade, aber ich glaube, die können wir uns alle klemmen. Jawohl. Gut, Canteen könnten wir mal auffüllen. Oh, 98. Mega sinnvoll. Und mega wichtig, dass wir das jetzt noch machen. Aber, ja, mehr können wir auch nicht machen. Wood Camo. 100. Genau, stimmt, das würde ich eigentlich auch noch machen. Das habe ich vergessen. Alle hier einschmieren zu lassen. Gut, da sind wir durch. Ja, Rosebud hat erfolgreich gar nicht geschossen. Du kriegst aber nochmal einen Raketenwerfer. Ach, wir haben leider keinen. Schade. Doch, in der... Ja, wir haben keinen. 45 von den Dingern. Sehr schön. So. Da sind wir voll. Brauchst du Kantinen? Brauchst du nicht? Ja, Camo brauchst du. Oder hier, ne? Zum Einschmieren. Warten wir es denn da? So, dann können wir gleich nochmal zurückgehen. That's alright. That's alright. Drop M. Rosebud durch. Trevor Colby hat auch gar nicht geschossen. Braucht, naja, okay, ein bisschen Canteen können wir ihm geben. Also ein bisschen frisches Wasser. Sind wir da auch wieder perfekt. Klamotten. Stimmt, Klamotten könnten wir mal bei Rosebud gucken. Die hat was? 85? 81. Striker West. 89. Ja, wir könnten natürlich auch so eine umfunktionieren mit den. Na, wie heißen sie? Hier hinten? Genau, mit den Kommando Armor Upgrades. Hier, Spektra Weste. Gucken wir, ob wir so eine Spektra Weste verändern können. Mit Kommando Armor Upgrade. Geht das? That's alright. Ja, das geht. Und die hat jetzt 91. Sehr schön. Dann ändern wir kurz mal hier. Oder schieben wir alles rüber. Ich glaube, die beiden nehmen sich auch nicht viel. Okay, Metal können wir nicht mehr installieren. Aber das Abzeichen hätte ich gern noch. So, hat er. Aber hier noch. Leg Protectors mit 87. Upsala. Okay, die sind deutlich besser.
Ja, die nutzen sich auch einfach mal gar nicht ab, die Scheißdinger. Also ist schon echt gut. Gut, Trevor Colby. Hat er ja wie gesagt nicht geschossen. Scully hat auch nicht geschossen. Camo hat er auch noch voll. Der auch. Dort Kaufmann kriegt auf jeden Fall Camo. Wo ich es gerade sehe. Nachladen. 5,56 LSAT. Irgendeiner hatte doch hier so eine besondere Munition. Hatte nicht einer diese 12,7? So, hier, Tor Kaufmann. Ja, komm, machen wir hier einfach mit Leertaste schnell durch. That is you. That is you. Und droppen. Dann sind wir hier auch mit fertig. Ich glaube, jetzt müssen auch alle wieder 100% Camo haben. Nachgeladen ist er. Da. Ja. Was denn eigentlich? Wieso funktioniert dieses Scheißteil nicht mehr? Ist die Batterie zu sehr runter oder was? 84? Die ist schlechter, aber. Ja, okay, die ist genauso gut. Und Justin Cavalier, der hat 6,68 Laguna. Und bei dem will ich, wie gesagt, gucken, ob der nicht... The Grozer ist auch so geil eigentlich. Also zumindest von der Optik her. Ob hier dieses KSVK besser ist. So 92, obwohl wir gucken, ob die richtigen Werte. 88, 57, 110. War, hat sich damit direkt erledigt. Der war halt noch ein paar mehr Munition. Na okay, das sind immer nur 5 Schuss. Okay, das lohnt sich auch nicht. Gut, dann sind wir eigentlich durch. Mortar. Mortar müssen wir, glaube ich, auch noch im Hammer haben. Ja. Was ist das denn hier eigentlich? Ach, hier eine Claymore-Granate, alles klar. Was wir hier auch einen Scheiß haben. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, für was das Motoröl war. Zum Nachfüllen von den Woodcamo-Dingern. Ah, ja, ja. Jetzt fällt es mir wieder wie Schuppen von den Augen. Gut, okay. Sind wir durch? Dann, ja, gehen wir jetzt nach Norden weiter und verlassen wieder die Stadt, oder? Weil eigentlich hat Rosebud ja gesagt, wir müssen weiter nach Norden gehen. Allerdings, das kostet ja auch schon wieder richtig viel... Zeit, ne? 2 Stunden 28. Oh, am liebsten würde ich erst die ganze Stadt frei machen. Und dann, ja, komm, wir machen erst die Stadt frei. It is done. It is done. Okay. It's time to kill now. I'm bored. Ja, jetzt bin ich natürlich in einer super Situation hier mit den dreien. Keine Ahnung. Also erstmal weiß ich gar nicht, wie viele Gegner hier sind. Okay, Waffen haben die sogar. Aber beschissene Waffen, oder? There's an enemy soldier here. Ja. Wir testen es einfach mal ganz kurz. Wir werden mega krass sterben jetzt, aber... Obwohl das auch nur so eine... Oh Gott, wenn ich mir das angucke hier. Die drei von der Tankstelle. Oh Gott, das sind ja auch noch richtig viele Gegner. Okay, das sind Opponents. Und der Typ. Ja, genau. Ernsthaft, mit der Schrotflinte trifft er einen. Another customer. I fix these guys, then I speed at the bodies. Okay, ich hab verstanden, I fix these guys. Aber naja, ist egal. 40 pro Schuss. Ernsthaft, Skid? Yeah. Oh, in the head. It's such a letdown when they finally die. Gott, Alter, sind die creepy. Ja.
There's a lineup. Ach Gott, Alter, auch noch normale Gegner. Ja, ich glaube, ich werde das einfach überspringen. What a rush. Okay, ich will wahrscheinlich eher auf die normalen Gegner zielen erstmal. Ja. Gott, sie werden eh nichts treffen. Egal, wo ich hinziele. Shit. Shit. Okay, in the like until he collapses. Oh, der hat sogar halbwegs realistische Chancen, jemanden zu treffen hier. Ah, schade. Ruben, Skits und Posty. Ja, was ich erzählen wollte, wir hatten ja einen einzigen Kampf hier mit den dreien. Oh. Ah. Und das war... mal bitte ins Kreuz. Ah, schade. Das war der Kampf mit den Bloodcats. Das habe ich aber leider nicht aufgenommen gehabt. Ja, Wahnsinn. Und ja, das war schon ein Highlight. Mit den dreien hier irgendwie versuchen, einen Kampf zu gewinnen. Ihr seht ja, was sie für eine megamäßige Treffsicherheit haben. Warum greifen die sich eigentlich gegenseitig an? Das verstehe ich immer nicht. Ja, wir warten mal noch mal kurz ab. Ein, zwei Runden mache ich noch. Ja, okay. Und dann... ah, schade. Werde ich wohl in der nächsten Folge einfach das Ganze hier überspringen. Denn, alter Schwede. Ich habe ein bisschen Angst, dass Skids Room irgendwie in den Kopf schießt. Aus den 2 Zentimetern hier. Yes. Room ist sogar der Einzige, der wirklich... realistische Chancen hat, jemanden zu töten. Aber oh Gott, das geht ja auch noch alle weg. The bleeding is gonna stop. Ich habe sogar theoretisch die Möglichkeit, mich hier zu verbinden. Ach, er hat sogar hier Feder und Bolzen. Nee, oder? I see stupid guys here. I see stupid guys here. Oh, schade. Posty. Ah ja. Aber noch leben wir alle. Ja. Okay, ist Jugendarzt? Ach ja, okay, Medical 17. Okay. Schon wieder so zwischen Pest und Cholera. Dann machen wir einfach weiter. Aber es ist aber eine willkommene Abwechslung zu den sonstigen Kämpfen. Ja, gut, dann machen wir mal eine Runde weiter und ich verabschiede mich erst schon mal, oder jetzt schon mal, von euch. Denn, ja, wenn die Runde hier genau jetzt vorbei ist, dann machen wir einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten. Ach, in der nächsten Folge wieder. Ach, jetzt habe ich auch noch... ach, jetzt habe ich natürlich alles falsch gemacht, weil ich hätte falsch machen können. Egal. Ja, gut, dann mache ich hier einen Cut. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao und tschüss.